Einen wunderschönen guten Abend heute zum Sonntagsgottesdienst mit Purify. Seid ganz herzlich willkommen. Unser 7-Tage-Gebet gibt es heute Abend nicht, dafür am Montag, 21 Uhr, letzte Veranstaltung vom 7-Tage-Gebet. Schön, dass ihr da seid, in Österreich, Frankreich, Israel, Belgien, überall da, wo ihr seid, seid ganz herzlich willkommen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir Gott begegnen. Und er sagt, bahnt einen Weg unserem Gott. Bahnt einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Bahnt einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Herrlichkeit ist sie. Dein Reich komme.
der König lebt. Preis dir den Auferstandenen. Er hat den Tod besiegt für alle Zeit. Der König lebt. Preis dir, der uns befreite. Er regiert in alle Ewigkeit. Der König lebt. Preis ihn, den Auferstanden. Er hat den Tod besiegt für alle Zeit. Der König lebt. Preis ihn, den Auferstanden. Er regiert. Finsternis lag auf der Welt, doch nicht von Dauer war des Feindes Sieg, denn Jesus lebt, sein Grab ist leer, er überwand des Todes Macht. Verstanden. Er hat den Tod besiegt für alle Zeit. Der König lebt. Preist ihn, der uns befreite. Er regiert in alle Ewigkeit. Jeder wird beugen die Knie. Und jeder Mund wird Gott preisen, denn Jesus lebt, sein Grab ist leer, er überwand des Todes Macht, er ist Herr der Herr, der König lebt, preist ihn, den Auferstandenen. Sieg für alle Zeit. Der König lebt. Preist ihn, der uns befreite. Er regiert in alle Ewigkeit. Jeder wird beugen die Knie. Und jeder Mund wird bekämpft den Tod mit Macht.
Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft. Auferstanden, du bist Sieger, hast bekämpft den Tod mit Macht. Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft. Auferstanden, du bist Sieger, hast bekämpft den Tod mit Macht. Du bist mächtig, du bist mächtig, du bist heilig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft. Auferstanden, du bist Sieger, hast bekämpft den Tod mit Macht. Du 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 hast bekämpft den Tod mit Macht. Rufen wir dir zu. Halleluja. Rufen wir dir zu. Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft. Auferstanden, du bist Sieger, du hast bekämpft den Tod. Du hast bekämpft den Tod mit Macht. 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 Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft. Auferstanden, du bist Sieger. Du hast bekämpft den Tod mit Macht. Halleluja, rufen wir dir zu. Halleluja, rufen wir dir zu. Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar. Verstanden, du bist Sieger, du hast bekämpft den Tod mit Macht. 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 König und Gott.
Proklamieren, in dein Haus sind wir gekommen. Wir proklamieren, in dein Haus sind wir gekommen. Wir versammeln uns zu dir. Und dein Himmel öffnet sich über uns. Dein Himmel öffnet sich über uns.
Wir haben uns versammelt und ihn.
Das ist das, was wir machen möchten. Uns versammeln vor einem großen Gott. Nicht einfach einen Gottesdienst anhören, sondern wir wollen so bewusst uns sammeln vor einem großen Gott. Gottesdienst bedeutet, einen Dienst vor Gott zu machen, wo Gott auch uns dient. Und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, heute Mittag oder die, die ich später anschaue. Ich möchte nur ganz kurze Information geben. Am Montagabend geht unser letztes schulisches Gebet oder prophetisches Gebet am 9 Uhr zu Ende. Und ich möchte danke für alle, die dabei waren und für die, die noch dabei werden sein. Und ich habe einen seltsamen Titel heute gegeben für meine Predigt. Und die heißt einfach, es kommt. Und ihr stellt euch die Frage, was kommt? Und ich möchte es nicht so bis am Ende von der Predigt so offen lassen, sondern ich möchte einfach anfangen. Ich habe heute Morgen im Gebet eine Vision gehabt und ich habe einen Engel gesehen, ganz klar vor mir stehen. Und plötzlich habe ich gespürt, dass er mich mit möchte nehmen in eine Höhe und sehen, was kommt. Und dann sah ich, wie ganz viele übers Land, eine ganze Reihe Spinnen kommt. Aber die waren groß, es war keine Spinne, sondern es waren geistliche Wesen, sind aber gelaufen wie Spinne. Und die sind 2-3 Mal größer gewesen als Menschen. Und die waren sehr hungrig oder aggressiv. Und die haben auch Menschen gejagt und haben Menschen getötet und gefressen. Und das Bild war sehr beängstigend. Und ich sah dieses Bild und ich wusste, diese Spinnen sind geistliche, dämonische Wesen, die kommen über das Land. Und es ist so wie eine Furcht gekommen übers Land. Und ich sah viele Leute, die haben sich in die Häuser versteckt, andere sind auf Bäume geklettert, andere haben probiert wegzugehen. Und es kam so eine riesige Panik über dieses Land. Und es hat mich total so erschreckt, weil ich bin es gewohnt, so schöne Sarah zu sehen, was kommt. Und dann dazwischen drin hat der Engel so gestoppt und ich habe nicht weitergesehen. Und es hat mich so sehr beunruhigt. Und ich habe dann heute Morgen auch Gott gefragt im Gebet, was Gott, was ist unsere Arbeit, was können wir machen? Und vielleicht ganz kurz für euch erklären, wenn jemand einen Prophet fragt, wenn du Gott fragen würdest, was kommt? Dann würde vielleicht Gott sagen, es ist noch alles offen. Es war sehr interessant, ich habe gestern im Landtag von Bad Württemberg ein Abgeordneter von einer ganz besonderen Partei, wie diese Bibelvers zitiert hat, wenn mein Land Buße tut und Gott sucht von ganzem Herzen, dann werde ich die Plage von diesem Land wegnehmen. Ich werde dieses Land heilen. Und es war ein Moment ruhig, weil ich glaube, viele Leute wussten, hey, das ist nicht ein normales Reden, sondern es ist Wort Gottes. Und ich glaube, dass wir können sehr stark beeinflussen, was kommt. Und auf der anderen Seite hat der Teufel einen Plan. Für Deutschland, für dein Land, wo du bist. Der Teufel hat einen Plan. Und das sind das Chaos zu bringen, Krankmacher, Töter und viele andere Sachen. In die Armut, in die Gefangenschaft, Krieg, alles Mögliche zu bringen. Und auf der anderen Seite hat Gott immer einen Plan der Erweckung. Und ich sehe, wie diese 2 Pläne da sind. Und es ist so wie eine Konfrontation in der unsichtbaren Welt drin. Was wird kommen? Was wird kommen? Und heute Morgen, als ich diese Vision gehabt habe, möchte ich sagen, es hat mich schon ziemlich betrügt oder betrübt, weil immer im Herz schreit nach etwas ganz anderes. Es gibt vielleicht Christen, die enttäuscht sind. Es sind vielleicht Christen, die verbittert sind, religiös sind, die wünschen sich, dass Gericht kommt für die Ungläubigen, um sie zu strafen. Ich wünsche mir Gnade. Ich wünsche mir Vergebung. Ich wünsche mir Annahme. Ich wünsche mir Offenbarung. Ich wünsche mir, dass jeder die Chance hat, seine Knie zu beugen vor Jesus Christus. Das ist mein Wunsch.
Das ist meine tiefe Sache drin. Aber ich möchte nicht zu viel auf meine Wünsche, sondern ich möchte diese Realität Gottes sehen. Und ich weiß, ich habe gesagt, Herr, das, was ich da sehe, das auf keinen Fall möchte ich darüber predigen. Ich möchte die Leute ermutigen. Sie so, wie der Engel immer spürte, das wirst du predigen, über das wirst du reden. Und ich möchte sagen, dass es einen Plan gibt, wie es sagt, es ist nicht schön, was kommt. Das, was kommen wird über unser Land, wisst ihr schon, ein ganzes Jahr in Hoffnung, es ist alles bald rum, es ist alles bald rum. Und ich kann das sagen, es ist nicht rum. Und manchmal hat man so den Eindruck, und die Politiker merken selbst, dass sie sich selbst belogen haben öfters, ist das, was kommt, ist nicht schön. Das, was kommt, eine Finanzwelt und viele andere Sachen, wird nicht schön sein. Und trotzdem hat Gott eine Antwort. Das Wichtigste in unserem Leben, wenn du weißt, es sind zwei Pläne gekommen. Gott möchte Erweckung schenken. Gott möchte, dass viele, viele Menschen zum Glauben kommen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und auf der anderen Seite ist auch diese Macht der Finsternis, die das Land möchte einnehmen. Und sie haben Anrechte aufgrund von dieser vielen Sünde, wie da sind. Sie haben Anrechte, Plan vom Feind hat Anrecht zu kommen. Und das Wichtigste im Ganzen ist nicht, wer gewinnen wird. Das Wichtigste im Ganzen ist, was möchte Gott, dass du machst. Sind wir passive Zuschauer und mal schauen, wer was rauskommt? Oder hat Gott eine Aufgabe? Hat Gott eine Aufgabe für dich? Was möchte Gott aus meinem Leben machen in der Situation? In der Situation, wo ich weiß, es sind Angriffe da von der Hölle. So wie die Hölle noch ein letztes Mal so eine Sache nach der anderen rauskommt. Wie um diese Erde zu vernichten. Und auf der anderen Seite wissen viele Christen, es ist Erweckung da. Und jetzt ist wir leben in dieser Zeit drin, wo diese zwei großen Kräfte so über das Land kommen möchten. Und heute Mittag möchte ich sprechen über Kinder Gottes. Was ist unsere Aufgabe in der Situation drin? Und als ich heute Morgen über diese Sache so gebetet habe, Herr, und ich habe diese Vision so furchtbar gefunden, dann habe ich gesehen oder gewusst, es gibt Menschen, die können rausgehen, und denen werden diese riesige geistliche Spinne nichts antun. Und sie werden furchtlos sein. Und die Spinne werden sie nicht angreifen, sie werden sogar teilweise Angst haben davon. Und was sind das für Menschen? Du denkst, ah ja, so welche Denomination? Nein, sie gehören nicht zu einer Denomination. Die Menschen sind nicht alle Christen, sondern sind Christen, die etwas ganz Spezielles haben. Und ich möchte euch das vorlesen, und erkennt es wahrscheinlich alle. Und das sieht man im Epheser 6. Und ich glaube, es soll uns vorbereiten für diese Zeit, die kommt, wo auch der Feind nicht aufgegeben hat, seine Pläne durchzudrücken. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du sollst stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das bedeutet, du sollst so nah sein bei Gott, dass seine Macht und seine Stärke in dir drin ist. Es ist nicht deine, sondern es ist seine, aber es ist in dir drin. Du sollst stark werden im Herrn, nicht durch deinen Seelsorger. Nicht durch Streicheleinheiten, nicht durch den Pastor, der schöne Predigt gibt, sondern lerne, stark zu werden im Herrn. Vielleicht hat man das nie vorstellen können vor 2, 3 Jahren, dass es fast keinen Gottesdienst mehr gibt, dass es fast keine Gemeinde mehr gibt, dass wenn du Gottesdienst machen willst, über mehr als 10 Personen, musst du Anmeldung machen, sonst hast du hohe Geldstrafe oder sie können die Kirche ganz zumachen. Vielleicht wird ein Tag ein Schritt kommen, wo es gar keinen Gottesdienst mehr wird geben, wo es auch kein Internet oder anderes Internet mehr wird geben oder andere Sachen. Es ist alles möglich. Und dann wird niemand da sein, um dich stark zu machen. Dann kannst du nur stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es gibt Leute, die werden die Fähigkeit haben, selbst sich zu stärken im Herrn. Im Wort Gottes drin, in der Gemeinschaft, in der Anbetung. Es wird Leute geben, die können leben ohne Gemeinschaft. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin Christ, aber ich pack's nur, weil viele andere um mich da sind und für mich beten. Aber es wird Leute geben, die sagen, hey, ich habe diese Fähigkeit, stark zu werden in der Macht seiner Stärke. Ich werde stark sein im Herrn drin. Und das geschieht ganz allein in der Gemeinschaft. Punkt 1, werde stark im Herrn, hab Gemeinschaft im Herrn. Sei nicht abhängig von anderen Menschen.
Sieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Liste des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher in dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und das, was in der Himmelswelt ist, wird auch Zeit haben, bis es auf die Welt kommt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an diese bösen Tage widerstehen könnt. Wenn ihr alle ausgerichtet habt, so werdet ihr stehen bleiben können. Es bedeutet, wenn diese bösen Tage kommen, und ich kann das sagen, es kommen böse Tage, dann werden wir stehen bleiben können, wenn wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Und dann beschreibt er die Waffenrüstung. Nun steht euch eure Lände umgürtet mit Wahrheit. Ich weiß, ob du es weißt, wenn du mit deiner Lände gegürtet bist, dann ist man stärker. Gewichtsheber können 20-30% mehr Gewicht heben, wenn sie ihre Lände gürten mit einer Gurt. Und wenn du vielleicht schon gemerkt hast, wenn du müde bist und hast Kreuzweh und du ziehst so einen Gurt an, dann hast du wieder eine Stärke. Die Wahrheit soll uns stark machen. Und was ist denn Wahrheit? Wahrheit ist, du bist Kind Gottes, du bist geliebt, du bist akzeptiert von Gott. Wahrheit ist, dass Jesus Christus alle deine Sünde vergeben hat. Und er möchte alle deine Sünde, deine Schwachheit vergeben, wenn du es glaubst, dass er es für dich gemacht hat. Wahrheit ist, dass Jesus Christus gestorben ist für uns Menschen. Dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das ist Wahrheit. Und die Wahrheit musst du dir niemals glauben lassen. Und dass das Wort Gottes stimmt, dass es wahr ist. Und dass es Wahrheit ist. Nicht was Zeitungen, nicht was das Fernsehen sagt, sondern das Wort Gottes kommt aus der Bibel. Und das ist Wahrheit. Und das macht uns stark. Wenn du anfängst zu zweifeln, dann verlierst du ganz viel von deiner Kraft. Und die Waffenrüstung kannst du vielleicht gar nicht tragen. Punkt 1, Wahrheit. Lass dir die Wahrheit von niemand wegnehmen. Auch von keinem Zweifel. Und wenn es manchmal schwierig wird, fang sie an vielleicht zu proklamieren. Begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist so etwas wichtig. Brustpanzer ist das da vorne vom Herz. Und das ist öfters das, was uns schützt von Pfeilen, von Angriffen. Gerechtigkeit. Wir sind gerecht durch Jesus Christus. Wir sind nicht gerecht durch unsere Werke. Wenn du anfängst, gerecht zu sein durch deine Werke und du fängst an, mit dem Teufel, mit dem Ankläger der Brüder zu diskutieren, hast du verloren. Der wird dich immer treffen hier. Und ich kann das sagen, es ist so wichtig. Wir sind gerecht durch das Blut Jesus Christus. Das Blut Jesus Christus vergibt uns all unsere Sünde. Alle. Dieser Brustpanzer, der muss da sein in deinem Leben. Nicht nur ein Tag, sondern alle Tage. Und beschut, oder manche sagen Stiefel an deine Füße der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens zu verkündigen. Ha. Was ist ein Unterschied von Schuh und Stiefel? Oder was gibt's noch? Schlappe. Und ich muss immer so denken, diese Klischee, wenn du jemanden siehst mit Schlappen an, denke ich, okay, der ist so ganz nah bei der Couch am Fernsehen. Das ist so, da kommt das Wort an Schlappi. Und ich glaube, diese Haltung des Schlappis haben, die Schlappe anhaben, die Füße hoch, gemütlich machen. Oh, wir haben es so gemütlich gemacht in Gemeinde. Wir haben einen Pastor und der hat noch Gemeindeälteste und die kommen, die schreiben den Geburtstagsbrief und kommen vielleicht sogar dich besuchen am Geburtstag und haben ein nettes Wort für dich und sind ganz nett und die freuen sich, wenn du Sonntagmorgens mal gut geht und in die Gemeinde gehst, wirst ganz toll empfangen. Oh, ist das ein schönes Christsein. Ich kann das sagen, es gibt eine Kraft und die heißt das Evangelium zu verkündigen. Ich habe ganz viel mit unseren Betern gesprochen, wie immer beten nach dem Gottesdienst und sagen, weißt du, wenn wir mit 4, 5 Leuten gebetet haben, menschlich gesehen, kann man manchmal müde sein. Aber wir spüren so eine Kraft, wie sich entwickelt. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir hingehen, da wo Gott uns hinschickt, oder wenn wir Zeugnis geben, wir gehen zu jemand, das ist so eine Kraft, wir sollen bereit sein zu gehen. Schlappe gibt ein anderes Wort, das heißt Pantoffel. Da kommt auch dieses Wort Pantoffelheld. Und in viele Gemeinden sind sie voll und sitzen sogar in der ersten Reihe. Es
sage dir, die Pantoffelhelden von der ersten Reihe werden in die letzte Reihe kommen. Und die, die Schuhe des Evangeliums anziehen, die werden rausgehen. Und Gott wird sie gebrauchen. Und wenn du so Pantoffelchrist bist, ich kann dir sagen, du wirst Probleme bekommen, wenn der Plan vom Feind kommt. Wenn die Mächte der Finsternis mehr und mehr diese Erde berühren. Pantoffelchristen werden Probleme bekommen. Ich kann dir sagen, es soll keine Anklage sein, sondern eine Warnung. Heute kannst du deine Pantoffel nehmen im Geist und wegschmeißen. Zieh die Schuhe des Evangeliums an und es wird gut werden. Das Schild des Glaubens, mit dem ihr eierfeurige Pfeile des Böse auslöschen könnt. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Glauben, lass dich nie nehmen. Ohne Glaube kannst du nicht Gott gefallen. Ohne Glaube kannst du nicht dieser Mächte der Finsternis widerstehen. Nimmt auch der Helm des Heils und der Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Mit allem betet und fleht zu jeder Zeit im Geist und wachet mit aller Heiligen im Gebet drin. Ich glaube, es ist wichtig, dieser Helm des Heils. Und es hat etwas zu tun mit deinen Gedanken. Lass es nicht zu, dass Gedanken der Depression, der Entmutigung, des Atheismus, des Zweifel, des Humanismus, der Religiosität deine Gedanken berühren. Deine Gedanken sind öfters eine Tür. Wenn du einschläfst mit negativen Gedanken, dann wundert dich nicht, dass du Träume hast, die negativ sind. Wundert dich nicht, dass sogar vielleicht dämonische Mächte deine Träume berühren. Hab Gedanken des Friedens. Hab Gedanken unter dem Gehorsam Jesus Christus. Denk dran, ist es so wichtig. Was machen deine Gedanken? Manchmal müssen wir so wie ein Lasso haben und sie holen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist im Gebet, du bist gerade am Beten und plötzlich denkst, wow, was sind jetzt denn meine Gedanken? Die sind so weit weg von Gott. Und manchmal musst du lernen, das Lasso zu nehmen. Ich hole die Gedanken zurück und sage, hör zu, er gehört jetzt nicht dir her. Meine Gedanken gehören bei Jesus Christus. Und wenn du vielleicht angegriffen wirst und du hast Gedanken vielleicht der Rache, der Eifersucht, der Bitterkeit, hol die Gedanken, sperr sie ein und sag, die Gedanken, hör zu, ich spreche zu euch, ich will euch nicht haben. Ich will Gedanken des Friedens haben. Ich will Gedanken von Gott haben. Diese Gedanken gehören nicht dazu. Das ist auch dieser Helm des Heils. Und ich möchte noch etwas sagen. Es ist wichtig, dass diese Waffenrüstung nicht etwas ist für sonntags oder auf eine Freizeit oder auf eine Konferenz anziehen. In Frankreich, ich bin ja Franzose, war während dem Krieg ein großes Teil von Frankreich unter deutscher Besatzung. Und da gibt es eine Gegend von Frankreich, und ich werde euch nicht sagen, welche, haben wir schon als Kind gelernt. Die waren, als die Deutschen gekommen sind, deutscher als die Deutschen. Und als die Franzosen zurückgekommen sind, waren sie französischer als die Franzosen. Und die hat man immer zu denen gesagt, die haben ihre Weste umgedreht. Und tatsächlich haben die so Weste gehabt, so Jacke gehabt. Und die waren total französisch. Und das Innere war deutsch. Und wie dann die Deutschen gekommen sind, haben sie einfach die Weste genommen, haben sie umgedreht und waren sie wieder deutsch. Und es ging so schnell, weil das ein paar Mal gewechselt hat von einem Gouvernement auf das andere. Und die Leute hat man dann 30, 40 Jahre am Krieg immer noch so gedacht, gib Achtung, die sind falsch, die tun ihre Weste immer umdrehen. Warum erzähle ich das? Vielleicht gibt es Christen, ich nenne es so Halleluja-Christen. Die haben tatsächlich so das christliche T-Shirt oder die Waffenrüstung für sonntags, wenn sie im Gottesdienst gehen. Wenn sie im Gottesdienst nach Hause gehen, möchte ich sagen, dann denken sie wie die Welt, sie handeln wie die Welt und sie machen wie die Welt mit. Und dann gibt es so Momente, wo sie sich umdrehen, haben vielleicht ihre schöne, fromme T-Shirt wieder an mit einem Kreuz drauf. Diese Spielchen werden aufhören, wenn diese Mächte der Finsternis kommen und sie sind ganz nah. Diese Leute werden überrumpelt werden, haben keine Chance. Ich habe gesehen im Geist, wo diese riesen Spinne gekommen sind, die so gefährlich war, dass plötzlich von der Häuser Menschen rausgegangen sind und sie haben die Waffenrüstung angehabt.
die haben geleuchtet. Im Geist war etwas von dieser Waffenrüstung, eine Kraft drin. Von diesem Helm, von diesem Brustpanzer, von diesem Schwert. Und weißt du was, diese Spinne, diese dämonische Menschen haben Angst gehabt, sie sind weggegangen. Und sie haben sie sogar gejagt. Und andere Menschen haben es gesehen. Und die haben Zuflucht gesucht bei diesen Menschen. Ich möchte dir sagen, es ist eine schöne Zuflucht zu suchen bei jemand, weil du selbst nichts hast und in Todesgefahr bist. Sondern es ist so wichtig, dass die Beter aufstehen mit dieser Waffenrüstung. Dass sie wissen, es gibt einen Plan, der heißt Erweckung. Aber vielleicht kann es sein, dass der Plan vom Feind dazwischen kommt und will es verhindern. Es kann sein, dass Sarah komme noch und sie werden nur negative Sarah kommen. Hätte niemand gedacht, dass in Europa es 500.000 Tote gegeben hat in einem Jahr wegen einem Virus. Niemand hätte sich das können vorstellen. Und dass ja und viele andere Sachen wie gekommen sind, wo unsere Wirtschaft wahrscheinlich in den nächsten Jahren Katastrophe wird sein. Wo wir vielleicht vor 3, 4 Jahren diskutiert haben, ob es nicht fähig möglich wäre, vielleicht die Rente ein bisschen höher zu machen, weil es so viele arme Leute gibt, die Flasche suchen müssen, weil sie sich nicht zum Zahnarzt können gehen, weil sie so kleine Rente haben. Und sie sind manchmal unschuldig, weil sie krank waren oder Frau wie Alleinerziehende waren. Oder mir gesagt haben, könnt ihr nicht ein bisschen das Kindergeld erhöhen, dass die Kinder normal leben können. Dann hat sie mir geheißen, und die Regierung, es geht nicht, es ist unmöglich, wir haben kein Geld. Wir sind schon alle am Limit. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen werden Milliarden Kredit freigesetzt. Kann man sich da nicht betrogen fühlen? Und ich kann darüber sagen, die Zeiten werden schlimm werden. Und da wird man den Unterschied machen zwischen Leuten, die im Geist leben, die Leute, die ein Gebetsleben haben, Leute, die eine Waffenrüstung haben, oder Leute, die nackt fliehen werden von diesen dämonischen Angriffen. Das ist das, was kommen wird. Es war eine einfache Frage, aber du konntest es beeinflussen. Ich glaube, wenn es in Städten genug Männer gibt und Frauen, wie diese Waffenrüstung anhaben, wie dieses Schwert, wie diese Brustpanzer, diese Helm, diese Schuhe haben, wie in dieser Wahrheit leben, dann glaube ich, dass ganze Armee von Spinnen diese Stadt nicht berühren werden. Obwohl es vielleicht Orte gibt, wo Christen so gelebt haben, in ihrer Pantoffel, in diese Träumereien, oh, es kommt am Ende Erweckung, wir sind alle dabei und Gott hat uns lieb, wir kommen alle in den Himmel. Ich kann das sagen, da wird es gefährlich werden. Da werden die Mächte der Finsternis, diese Spinne, diese Orte überrollen. Es ist Zeit, dass Gott Menschen ruft. Und wenn er heute Mittag diese Botschaft gebraucht, um zu rufen, dann ist es okay. Dann spürt dieser Beruf. Ich möchte im Moment, dass du im Geist diese Waffenrüstung siehst. Hast du sie an? Die Schuhe der Bereitschaft. Dieser Helm, wie deine Gedanken kontrolliert. Diese Wahrheit. Dieser Brustpanzer. Dieses Schwert. Kannst du es im Geist spüren, es ist da. Kannst du gerade jetzt sagen, Herr, ich danke dir im Geist, dass es da ist. Ich möchte jeden Tag bewusst es spüren, damit leben. Weißt du, wenn du diese Brustpanzer anhast, du weißt ganz genau, da können Goliath aufstehen. Da können noch so viele dämonische Mächte aufstehen. Gegen dich, gegen deine Familie. Du wirst ein Schwert nehmen, du wirst dagegen gehen. Und diese furchtbaren Mächte werden weggehen. Aufgrund von deinem Glauben, von deinem Gebetsleben, von der Kraft Jesus Christus, mit der drin ist.
Es ist nicht mehr Zeit zum Spielen. Wir leben in einer aufregenden, gefährlichen Zeit. Wie ein Segen wird sein für die Kinder Gottes, für das Reich Gottes. Aber ein Fluch für die Mitläufer, die wie immer noch schlafen. Dieses Wort von diesen 10 Jungfrauen wird Realität werden, die wie kein Öl haben. Die werden es verschlafen und es kann dann zu spät sein. Ich möchte heute dich segnen. Ich möchte dich segnen mit der Kraft Gottes. Ich möchte dich segnen mit dem Glauben vom Heiligen Geist. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich ruft. Dass du die Pläne verändern kannst. Wir kommen. Bei Christen, in der Bibel steht niemals das Wort Inshallah. Sondern wir können viel entscheiden. Wir können diese Waffenrüstung leben. Oder du kannst christliche Pantoffel anhaben und auf der Couch sitzen und träumen. Aber ich sage dir, es ist Zeit, aktiv zu werden. Und ich segne dich jetzt gerade mit der Kraft Jesus Christus, dass sie dich erfüllt. Ich spüre gerade die Waffenrüstung, sie ist hier. Das ist eine im Geist. Ich spüre sie, wie Engel da sind und sie möchte, dass du sie trägst, weil sie möchte dich mitnehmen in diesen Krieg. Und der Heilige Geist soll dich öfters erinnern dran. 24 Stunden im Tag ist die Waffenrüstung an. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass einige, die gerade jetzt zuschauen, den Eindruck haben, okay, ich verpflichte mich jetzt in diese Armee zu gehen. Und du jetzt dem Herrn sagst, Herr, ich bin vielleicht auch so ein bisschen Mitläufer gewesen, aber jetzt, ich weiß, dass was kommt, ist nicht gut. Und ich will mich dagegen stellen. Ich möchte in deiner Armee drin sein. Ich möchte in deiner Armee drin sein und mich unterordnen dem Heiligen Geist. Nicht an dem Religiösen, im Heiligen Geist. Und da wird er lernen, in jeder Situation, wie du bist, gegen diese Feinde zu gehen. Bleib im Moment in die Gegenwart Gottes. Ich möchte noch etwas machen. Wir werden hier eine Zeitanbetung haben. Und dann wird unsere Nummer wieder kommen. Auf dem Internet. Und es sind ganz viele Leute hier da. Die haben die Stiefel des Evangeliums an. Und die haben ein Handy in der Hand. Und sie warten darauf, dir zu dienen. Sie warten darauf, dich zu ermutigen. Sie wartet darauf, dich zu segnen. Vielleicht über dein Leben zu prophezeien. Du musst ihnen nicht dein ganzes Leben erzählen. Sondern sag ihnen, ich möchte ein ganz neues Schild des Glaubens haben. Ich möchte einen ganz neuen Helm haben. Ich möchte ganz neu die Schuhe anziehen. Bet für mich. Und sie werden für dich beten. Sie werden für dich beten. Für die, die es nicht wissen, diese Telefonnummer ist nicht eine Nummer nur für Sonntagabend. Sondern könnt auch die ganze Woche anrufen. Aber jetzt sind es ganz viele, die das Handy in der Hand haben und sie warten drauf. Und du sagst, okay, ich bleibe jetzt lieber schnell Gegenwart Gottes. Ich möchte im Moment, wenn ich dieses Waffenrüstung anhabe, vielleicht werde ich eine Vision haben. Gott wird anfangen, vielleicht dir zu zeigen, was dein Gebiet ist. Vertrau ihm. Gott ist viel mehr bereit, mit dir zu sprechen, als du das vorstellst, wenn du bereit bist. Gott segne dich. Ich bin sein Kind.
Du bist der Höchste, oh
meine Knie vor dem Vater. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Jesus, Gottes Lamm,
Thank you.
bist die Wahrheit. Ich bin gegürtet an meinen Lenden mit deiner Wahrheit. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen und Gewalten, die Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen. Unter dem Himmel. Doch wir stehen auf. Wir stehen auf als Armee Gottes. Wir stehen auf. So sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Macht und Gewalt, die Herren der Welt. Deshalb ergreif die Waffenrüstung Gottes und überwinde. Umgürte deine Lenden mit Wahrheit, zieh an den Panzer der Gerechtigkeit, sei gestiefelt, bereit, das Evangelium des Friedens zu tragen, das Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert seines Geistes. Thank you.
Oh, du rufst, Herr, du rufst. Dein Ruf erschallt über die Erde. Oh, dein Schall, dein Ruf erschallt über Frankreich. Dein Ruf erschallt über die Schweiz. Dein Ruf erschallt über Österreich. Dein Ruf erschallt über Deutschland. Von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Oh, dein Ruf erschallt über die Nationen. Oh, dein Ruf erschallt über die Erde. Steht auf, eine Armee.
hörst du seinen Ruf, hörst du sein Reden. Oh, der Herr ist nah den zerbrochenen Herzen. Dir, dem Lamm.
Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder, der zu dir kommt, mit dem Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, wird gerettet werden. Tritt ein in deine Himmelswelt und du sagst, heute noch wirst du mit mir im Himmelreich sein. Oh, dein Ruf erschallt über die Erde. Herr, du rufst in Gerechtigkeit. Ich bin stark in dem Herrn.
steht hinter dir. Schau in sein Angesicht. Achte nicht auf dich selbst, so schaue in sein Angesicht. Richte den Blick nur auf Jesus. Wieder dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid. Gott ist gut, dass er uns den YouTube-Kanal geschenkt hat. Du kannst uns auch abonnieren. Gib uns weiter. Gib die Güte Gottes weiter. Morgen 21 Uhr geht es weiter im 7-Tage-Gebet, letzter Abend. So sei dabei. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen aus Heidelberg.